Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Live-Talk heute. Und ja, ich habe hier ganz wundervolle Leute neben mir. Einmal den Micha Hallo. und einmal den Michel. Servus. Boah, das wird schön, auch für die Zuschauer zu unterscheiden. Ja, Michel, dich kennt man unter anderem auch über YouTube, habe ich gehört. Meinst du wirklich? Ich hab's mal gehört, ich weiß es nicht. Ja. Ja, mich kennt man auch als Michel Franken, ja. Genau, ja, freut uns, dass wir es hier zu dritt reingeschafft haben. Und wir möchten jetzt in den nächsten Minuten über die neuen Pakettechnologien sprechen. Ja, einmal Snap, Flatpak und AppImage. Erstens, was es mit denen auf sich hat, aber zweitens auch, ja, brauchen wir die überhaupt? Inwiefern sind sie umstritten und inwiefern kann man sie vielleicht verbessern? Und ich würde einfach mal sagen, ich würde einfach mal das Zepter an Michel übergeben. Und kannst du uns denn mal so erklären, was beispielsweise Snap ist? Ja, das kann ich. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Snap ist ein Containerformat von Canonical, was überwiegend im Ubuntu-Universum bereitgestellt wird. Und soweit mir bekannt oder was ich so mitbekomme, auch darüber hinaus nicht sich so verbreiten konnte. Die Marktmacht von Ubuntu ist natürlich schon recht dominant und deswegen verfügt Snap auch über eine gewisse Relevanz, was man ja auch in dem Snapcraft Store sieht, dass da auch ein paar bekannte Größen mit dabei sind, aber seine Mitbewerber sind natürlich auch auf Augenhöhe mit Snap. Und ich persönlich konnte mit Snap nie so ganz warm werden, weil es einfach doch den Charme dieses geschlossenen Kreises im Canonical-Universum inne hat. Und mir persönlich gefiel das bei den Alternativen in Form von Flatpak zum Beispiel immer besser. Dankeschön. Ja, die Regie ist hier sehr, sehr aufmerksam. Ja, ich war gemutet, dann kann man natürlich nichts sagen. Ja, dann haben wir ja Flatpak eigentlich auch schon abgearbeitet, würde ich sagen. Also jedenfalls so ein bisschen. Oder? Oh, haben wir das? Oder möchtest du noch dazu noch was sagen, Micha? Du hast Nö, eben so an dich aber waren wir angeschaut. nicht gerade bei Snap statt Ja, genau. Flatpak? Ich hätte es mal alle drei kurz vorgestellt. Ach so. Nee, also wer den Tuxflash verfolgt, der kennt eigentlich also meine Meinung zu Snap. Ich finde es eher auch unelegant, dass das so ein geschlossenes System ist. Hat auf Ubuntu-Derivaten gewissen Charme, gerade was so Serveranwendung angeht, weil sie ja doch ein bisschen intensiver gepflegt werden als die Deb-Pakete. Aber ja, ob man das jetzt nutzen möchte, ist dann dem Admin selber oder dem Betreiber selber überlassen. Gibt es andere Alternativen, wie zum Beispiel Flatpak? Und da würde ich den Ball jetzt an dich wieder spielen. Ja, genau. Flatpak ist eben ja, quasi die freiere Variante von Snap, hat tatsächlich ähnliche Funktionen, ist auch ähnlich so aufgebaut, funktioniert ähnlich und genau, hat halt eben genau den gleichen Vorteil, dass du es halt auf jeder Linux-Distribution laufen lassen kannst, was einfach erstmal ein Riesenvorteil für, ich sag mal, Endnutzer ist, weil ich denke, ihr alle seid auf gewissen Distributionen, wo es manchmal nicht immer genau die Version gibt, die ihr vielleicht braucht von einem Programm. Und das Problem löst Flatpak, egal was ihr für ein Linux nutzt, ob ihr ein uraltes Ubuntu 18.04 nutzt oder ne, sowas in der Hinsicht, ihr kriegt trotzdem die aktuellsten Anwendungen über Flatpak beispielsweise oder auch über Snap. Und das ist quasi einfach nochmal eine Ebene oben drüber als Paketmanager, was jetzt so in den letzten Jahren immer mehr aufkommt. Und tatsächlich haben sich beide, ich sag mal, Technologien so auf die Fahne geschrieben, dass sie überall quasi gleich laufen, egal auf welcher Linux-Distribution du bist. Dann haben wir noch jetzt erstmal den Überblick fertig zu bekommen, einmal AppImage. Möchte das jemand von euch erklären? Ansonsten kann ich das auch gerne machen. Ich glaube, ich mache das mal ganz kurz. Reiß es einfach mal kurz an. Ich mache das mal ganz kurz. Genau, AppImage ist dann nochmal eine etwas andere Technologie, wo du dann eine Datei hast, wo dann alles drin ist, du die anklickst, auch auf jeder Linux-Distribution und die dann einfach so abläuft. Also du lädst eine Datei runter, doppelklicken, Programm ist da. Ne? Das ist eigentlich auch eine ganz, ganz schöne Sache.
Ja, erstmal würde ich zu den, ja. Hat aber einen eklatanten Unterschied. Bei App Image musst du die Updates manuell laden und dann starten. Und bei Flatpak und Snap kannst im Rahmen deiner Paketverwaltung oder deiner Softwareaktualisierung mit aktualisiert werden. Genau. Ja, super, danke dir, Michel. Hat natürlich auch noch einen weiteren Vorteil, wenn du über Flatpak ein etwas beschädigtes Update bekommst, dass die neue Funktion einfach noch einen Fehler hat, kannst du bei App Image relativ einfach wieder die Vorversion starten, sofern du sie halt nicht gelöscht hast. Das ist eine Idee. Das geht zwar bei Flatpak auch oder Snap, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in den Jahren, wo ich das Ganze jetzt nutze, habe ich es nie gemacht. Ich auch Das nicht, ist, aber theoretisch. ja, theoretisch geht's, aber es ist praktisch nicht schön. Sagen wir es mal so. Ja, ich möchte erstmal von euch da draußen wissen, was ihr vielleicht nutzt. Vielleicht ein Minus für gar nichts, ein F für Flatpak schreiben in den Chat, S für Snap und A für App Image. Ja, je nachdem, was ihr nutzt, einfach mal jetzt in den Chat schreiben. Wir haben das als einfach mal hier im Blick und dann schauen wir mal, wie so die Meinung der Community ist. Und ich würde jetzt erstmal auf die Vorteile nochmal zu sprechen kommen, was ihr seht in jetzt Snap und Flatpak. Wer soll anfangen? Ja, der fragt, würde ich sagen, oder? Okay. Also wie schon gesagt, ich bevorzuge Flatpak. Das liegt einfach daran, dass es etwas offener ist wie Snap. Snap ist natürlich auch auf allen Distributionen verfügbar, aber die Serverinfrastruktur von Snap ist halt nicht quelloffen. Nochmal zurückkommt auf Flatpak. Also meine bevorzugte Lösung ist tatsächlich Flatpak, weil es einmal offen ist und ich persönlich das, was ich brauche, bei Flatpak finde. Das geht natürlich auch bei Snap. Letztlich ist es eine Geschmacksfrage. Und ich denke mal, je nachdem, wie einfach man die Sache hält, wenn einer Ubuntu installiert, wird er einfach auf Snap bleiben erstmal oder wird er Snap nutzen und auch erstmal damit glücklich sein. Und wahrscheinlich ist auch so, wie du einsteigst, wirst du dich daran gewöhnen und dann auch das als Standard sehen und damit auch gut fahren. Im Prinzip haben beide ihre Vor- und Nachteile, die mehr oder minder fast deckungsgleich sind. Der einzige Punkt, der bei Snap immer mit angeführt wird, ist halt, dass die Serverinfrastruktur auf Canonical-Ebene closed source ist. Und das haben ja auch die Linux Mint-Entwickler dann auch schon entsprechend moniert und auch als Backdoor verglichen. Will ich jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, ob das jetzt so, ob man es so sehen mag oder nicht. Aber letztlich bekommt man halt aktuelle Software über diese Containerlösungen, die die native Paketverwaltung so nicht bietet, vor allem bei nicht rollenden Distributionen. Das ist auch so der Fokus, den ich eigentlich so sehe. Wenn du LTS-Distributionen hast, also Long-Term Support mit einem statischen Release, dann sind diese Containerlösungen viel charmanter und attraktiver, als wenn du Arch oder Manjaro oder Tumbleweed einsetzt, dann hast du eh dank Bleeding Edge Technologie immer den neuesten Software Stack und dann sind auch die Containerlösungen wahrscheinlich nur dann interessant, wenn da etwas geboten wird, was deine native Paketverwaltung nicht bietet. So will ich das mal kurz beschreiben. Sehr cool. Micha, hast du noch einen Vorteil, warum du vielleicht Flatpak oder Snap nutzen würdest? Na, was heißt Vorteil? Also, ich finde es halt charmant, dass es wirklich reproduzierbar auf jedem System ist. Ne? Du kannst dasselbe Flatpak auf einem Ubuntu benutzen, wie auch auf jeder eigentlich anderen Distribution, die so, die per se Flatpak unterstützt. Ne? Das muss ja auch vorher geklärt sein. App-Image müsste, soweit ich weiß, überall funktionieren inzwischen. Das ist jetzt richtig so im Kopf Ja, habe. ja, ja. Dementsprechend ist eine App-Image zum Beispiel, hat da diesen charmanten Vorteil, kannst du überall mitnehmen. Du kannst es ja wirklich take away und nimmst, wo du es brauchst. Hat aber, soweit ich das richtig gesehen und verstanden habe, nicht so eine wirkliche Sandbox drumherum, wie zum Beispiel Flatpak oder Snap, beziehungsweise nicht Sandbox, sondern eine gewisse Ressourcenbeschränkung oder sogar echte Beschränkung. Ja, da sollte man aufpassen, wenn man da zu viel mit App-Image oder zu unbedacht an App-Image rangeht. Da kann es passieren, dass man sich da den Dämon ins Haus holt. Ne? Absolut, absolut. Weil Ja. ansonsten bin ich ja so eingestellt, Flatpak hat gewisse Charme, ist auch bei PopOS Default integriert und Snap, die ist, glaube ich, sogar aus. Ich weiß es gerade nicht 100%, die müsste ich nachgucken. Flatpak vor
allem anderen. Bei mir ist es danach direkt App-Image mit dem App-Image-Launcher, einfach wegen der Integration in die Desktop-Umgebung. Das hat wirklich einen Charme und eben, dass man dort in einem extra Verzeichnis dort seine App-Images hinlegen kann. Und ja, dann im schlimmsten Fall Snap. Im schlimmsten Fall, wenn irgendwas nicht anderweitig verfügbar ist. So ist meine persönliche Einstellung. Okay. Ja, ich finde das cool. Wir haben alle unterschiedliche Vorteile, die wir hier anbringen, weil mein, ich sag mal, Vorteil jetzt erstmal für Snap oder Flatpak ist, dass man als Entwickler einer Anwendung innerhalb kürzester Zeit auf allen Linux-Distributionen sein Programm verfügbar machen kann. Also auch im Hinblick beispielsweise auf dann andere Entwickler von irgendwelchen größeren Softwareprojekten früher oder momentan macht man das ja häufig noch so, dass man das dann einfach für eine .deb-Datei baut, dann müssen das Leute noch maintainen teilweise, dann hast du dann verschiedene, beispielsweise nochmal PPAs mit Devs-Versionen und so weiter, dann hast du RPM-Pakete, dann hast du Sachen vom AUR, was dann auch wieder irgendwelche Leute pflegen und so weiter und eigentlich, wenn man das mal so sieht, jeder macht da also so seinen eigenen Brei. Ich finde, das ist vielleicht bei den GNU-Komponenten, bei den Systemkomponenten selber vielleicht erstmal gar nicht so schlecht für eine Linux-Distribution. Aber wenn du jetzt sowas wie ein Kdenlive Live hast, wie ein Inkscape, wie ein GIMP oder sowas, meiner Ansicht nach muss dann nicht unbedingt jeder Distributionshersteller seine eigenen Pakete bauen und da anbieten. Da ist es tatsächlich echt sehr, sehr charmant, dass man jetzt über Snap oder Flatpak eben sein Paket einmal oder sein Programm einmal zur Verfügung stellen kann. Das geht auch super einfach, also super einfach für Entwickler. Also das ist wirklich nicht schwierig. Und dann ja, kannst du es auf jeder Distro installieren. Und ich selber habe den die Prozedur schon einmal gemacht und mittlerweile haben wir dann tatsächlich doch schon echt großes Feedback bekommen von verschiedenen Leuten. Genau, da kommt auch mal später ein Vortrag, kleiner Spoiler in der Hinsicht, aber ja, das ist sozusagen auch mein Vorteil jetzt erstmal für Snap oder Flatpak, jetzt erstmal so angegriffen. Ansonsten App-Image ist, finde ich, eine tolle Sache. Problem ist, du kannst nichts updaten. Und ja, also App-Image kommt, glaube ich, mit weniger Overhead drüber als Flatpak oder Snap. Aber da kommen wir dann vielleicht auch nochmal gleich zu sprechen. Ich finde, App-Image ist immer nochmal so ein bisschen separat zu sehen im Gegensatz zu den anderen beiden. Und ja, ich habe jetzt mal den Chat beachtet und ihr seid euch alle gar nicht so einig. Also ich sag mal, wahrscheinlich mindestens 30-40% sagen, dass sie das eigentlich gar nicht nutzen. Also weder App-Image noch Flatpak noch Snaps. Und jetzt würde mich mal interessieren, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen will. Mich interessiert es so, was ihr oder warum ihr so denkt und was eure Gründe dagegen sind. Würde mich interessieren, wenn ihr das einfach mal reinschreibt in den Chat, dann nehmen wir das auch gerne mit auf. Und genau, jetzt haben wir die Vorteile so ein bisschen abgeklärt. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir ein bisschen in die Diskussion mit den Nachteilen. Und da haben wir ja auch schon ein paar genannt. Beispielsweise, wenn wir jetzt mal Snap erstmal betrachten, hat ja Michel, glaube ich, schon gesagt, dass das ja dann doch etwas durch Canonical versucht wird, so ein Monopol aufzubauen, oder? Ja, ein Kreislaufsystem, ja. Mhm. Und einen Punkt habe ich noch, der eint alle drei. Und zwar ist das einer der negativen Punkte. Wenn ich mal Entwickler und Maintainer auf zwei Ebenen setze. Der Entwickler packt sein Paket und sieht seinen Vorteil, okay, ich muss nur einmal das Deployment machen und kann meine Software bereitstellen. Entwickler neigen aber auch gerne dazu, mal Features einzubauen, die vielleicht nicht so vorteilhaft sind für die Privatsphäre der Anwender, also Telemetrie, Nutzerdaten, Diagnosedatenerhebung. Ein recht bekanntes Beispiel ist ja Outer City zum Beispiel. Da wurde das ja auch schlagartig geändert und Maintainer der Distribution haben immer noch die Möglichkeit, solche Komponenten auch herauszulassen beim Paketbau. Und das ist natürlich einer der eklatanten Probleme, was mit den Software-Containern einhergeht. Man tut diesen Layer der Maintainer, die viele vielleicht als altbacken sehen oder so als nicht so notwendig, das macht man obsolet, obwohl die Maintainer eigentlich auch, was Qualitätssicherung angeht, eine oft verkannte Rolle spielen. Und das ist mir eigentlich so nochmal ganz bewusst geworden, als es dann hieß, dass die Mozilla-Entwickler das Firefox-Paket als Snap im Ubuntu-Universum ausstellen, weil sie genauso argumentiert haben, wir können das Deployment beschleunigen und sind viel schneller. Aber auf der anderen Seite wird dadurch die
Naja, Firefox ist ja auch nicht unbedingt so ganz unumstritten, was so die Datenerhebung angeht. Maintainer haben halt schon die Möglichkeit, gewisse Sachen da noch abzupuffern und das nimmt man denen dann und man entkräftet sie auch an der Stelle. Sehr, sehr cooler Punkt. Das habe ich so selber so noch nicht so gesehen, aber kann ich so bestätigen. Also würde ich genauso sagen, das ist echt, da hat der Michel einen Punkt, sagen wir es mal so. Absolut. Also natürlich ist die Sache, wie viele dann das auch wirklich machen. Also beispielsweise, wenn wir jetzt Telemetriedatensammlung bei Firefox oder sowas sehen, also haben wir ja wenige Sachen, was dann manchmal nicht ganz so toll kommunizieren. Das habe ich jetzt aber, also jedenfalls nicht im Kopf, dass das überhaupt mal Maintainer gemacht haben, dass sie wirklich was rausgepatcht haben. Habt ihr das schon mal gehabt, dass Maintainer wirklich dann irgendwelche Sachen selber rausgepatcht haben oder wisst ihr von dem Fall? Jetzt in Verbindung mit Firefox nicht direkt, außer dass im Debian-Universum immer diese Iceweasel und also diese Umbenennung und andere Logos wegen irgendwelchen Markenstreitereien war. Jetzt nicht konkret auf Firefox gemünzt, nur das ist eine Grundsätzlichkeit. Obwohl ich ganz klar sagen muss, ich bevorzuge Flatpak, also ich setze Flatpak schon gern ein, aber nicht inflationär, sondern nur dort, wo die native Paketverwaltung mir nicht das bieten kann, was ich eigentlich an Bedarf habe. Okay. Ja, also willst du dazu was sagen, Micha? Nö, da habe ich erstmal Okay, nichts mehr zuzufügen. gut. Okay, ja, nee, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wobei natürlich jetzt die Sache ist, dass ja, bei Audacity sich das Projekt dann beispielsweise auch direkt geforkt hat und gesagt, nee, das wollen wir so nicht. Und dann wird es wahrscheinlich auch, also wenn das wirklich langfristig so sein sollte, ich glaube, sie sind ja dann zurückgerudert mit den Telemetriedaten, dass wir dann einfach ein zweites Projekt anbieten würden, was dann halt eben, na, keine Ahnung, Free Audacity oder irgendein Mist heißt. Ja, Ja. also tatsächlich stimme ich dir dazu. Und ich sehe tatsächlich auch nochmal einen spannenden Punkt aus dem Chat, den ich nochmal einbringen möchte. Und zwar hat jemand geschrieben, ja, ich finde es blöd, dass jetzt beispielsweise, ich glaube, da war es OBS, dass es nicht die Hauptentwickler machen, dass es irgendwelche Leute aus der Community machen und nicht die Entwickler selber. Und ich finde, dem Punkt kann ich auf jeden Fall zustimmen, ne? Dass ja, irgendwelche Wald- und Wiesen, Linuxer oder Flatpak-Leute oder Snap-Leute, die erstmal gar keinen Bezug zum Projekt haben, dass sie dann solche Sachen bauen. Und das muss ich sagen, finde ich tatsächlich so, ja, finde ich nicht so optimal. Wie seht ihr das? Ich finde es erstmal gut, dass sie es bauen, denn sie machen ja etwas, Ja, was die OBS-Entwickler nicht machen. das stimmt, Aber das stimmt. das ist natürlich schon, ja, ein gewisser Nachholbedarf da. Ja, absolut. Nee, das ist tatsächlich auch so eine Sache, der stimme ich vollkommen zu, aber da haben, glaube ich, soweit ich weiß, also Flatpak und Snap auch dann Abhilfe geschafft, dass sie so ein Verifiziert-Häkchen beispielsweise eingeführt haben und gesagt haben, okay, gut, das ist jetzt wirklich vom Firefox-Team oder sowas in der Hinsicht und das wird auch in der Hinsicht angenommen. Und klar, also natürlich optimal wäre es, dass die OBS-Leute es dann beispielsweise auch selber so als Flatpak anbieten, wenn halt wirklich Bedarf besteht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, nee, OBS haben wir jetzt hier beispielsweise. Das möchte ich vielleicht auch nochmal zu sagen. Wenn ein Programm richtig, richtig funktionieren soll, dann meide ich noch Flatpak. Also wenn ich das mal so schnell als Casual-Nutzer nutzen möchte, wie wir das jetzt Spotify drauf installieren oder Bitwarden oder sowas, da kannst du nicht viel falsch machen. Aber bei OBS, jetzt unser ganzes Streaming-Setup, würde ich nicht auf Flatpak setzen, weil wir tatsächlich in der Vergangenheit schon häufiger mal gesehen haben, das haben auch Leute geschrieben, dass Flatpaks noch teilweise verbuggt sind, irgendwelche Sachen noch nicht so richtig integriert sind in den Desktop, beispielsweise Themen, das wäre jetzt nicht so schlimm, aber dass halt ja, irgendwelche speziellen Funktionen dann doch noch fehlen. Ich muss sagen, das hat sich in der letzten Zeit sehr, sehr verbessert, aber es gibt noch mal so Sachen. Und dann haben wir uns auch gesagt, nee, wir nehmen da jetzt kein Flatpak, wir nehmen da jetzt das PPA für OBS dann, dass wir da auf jeden Fall die Fehler, jedenfalls von Flatpak her, ausschließen können. Habt ihr auch schon häufig Fehler gehabt in Flatpaks? Nee, Fehler nicht. Ich hätte noch mal was quasi Ja. zu der Prämisse sagen wollen. Man kann ja auch das Ganze gutheißen an dem Gesichtspunkt, wenn der Originalentwickler das nicht so rausgibt auf einem Pakettechnologie und das jemand anderes quasi dahingehend überführt in diese Pakettechnologie, dass es sich eigentlich im Prinzip noch mal um eine externe Code Review handelt und gegebenenfalls sogar Sicherheitslücken durch den externen Code Reviewer finden, also gefunden werden können.
muss man ja auch so von dem Gesichtspunkt sagen. Oder die machen sich es einfach, tun ein bisschen Environment drumherum packen und das einfach raushauen. Ne? Also, Das stimmt. Kann man sehen, wie man möchte. Aber im Prinzip finde ich es erstmal gut, dass es quasi noch eine externe Code-Review gäbe. Wie man es ausführt, ist eine andere Sache. Ne? Das ist eine Idee. Ansonsten, wenn wir da schon mal rein sind, punkto Sicherheit, Flatpaks, ich weiß, Snaps machen das, glaube ich, auch, haben so einen gewissen Layer drumherum, dass sie beispielsweise nicht direkt die Kamera nutzen können, nicht das Mikrofon, nicht auf das gesamte Dateisystem zugreifen können. Das kannst du auch relativ gut konfigurieren. Ich finde, das ist eigentlich ein Vorteil für unsere Linux-Welt, weil wenn du jetzt so als User irgendein Programm ausführst, dann kann das einfach alles. Aber, ganz großes Aber, dieser Schutz ist bei Flatpak noch umgehbar. Indem du in deine .bashrc-Datei, das ist so eine Datei, die immer automatisch ausgeführt wird, irgendwelche Sachen reinschreibst. Und der Code wird ausgeführt und dann kannst du damit eigentlich alles verändern, als Nutzer selber. Also von daher ist das Programm selber, ja, natürlich hat es einen Käfig und ich denke, die meisten Softwareprogramme würden sowas nie nutzen, sondern siehst du, okay, gut, ich habe dem Programm jetzt keine Kamera gegeben, dann passt das. Aber ja, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, dass das solche Programme dann bösartig ausnutzen. Ist dann nicht unsicherer als ein normales Programm, aber dieser Sicherheitsschutz kann momentan auf jeden Fall noch umgangen werden. Das ist ja semi-optimal. Ja. Hast du noch einen Punkt, Michel, den du ansprechen würdest? Bezug mir auf deins Flat Seal. Den Tipp hast du mir ja mal gegeben, ne? Also habe ich dann auch aufgegriffen und Flat Seal kann ich wirklich nur empfehlen. Eine super Sache. Da kann man nämlich dann auch mal schauen, welche Berechtigungen die jeweiligen Flatpak-Apps eigentlich haben. Und die meisten, also was ich so gefunden habe, ja, schreiben schon auf die Platte, ne? Also brechen quasi aus der Sandbox aus. Nicht so ganz isoliert, aber es gibt halt auch Szenarien, wo man auch auf die Platte schreiben muss. Ne? Was machst du mit OBS Studio, wenn du eine Pfade angibst und du hast keine Schreibberechtigung da drauf? Ne? Dann ist natürlich dann auch suboptimal. Deswegen muss man schon auf Augenhöhe oder immer mit Maß hier nicht pauschal einfach sagen, ich drop alles und dann geht gar nichts mehr. Und dann beschweren, die Software, naja. Funktioniert dann nicht, ne? Ja. Genau. Ja, ist so eine Sache tatsächlich, ne? Also das hast du ja aber auch jetzt im Android-Bereich. Ich vergleiche das immer gerne mit Android, wenn du das sicherheitstechnisch mal siehst, ne? Wenn du einer App sagst, hey, sie darf auf Dateien und Medien zugreifen, dann darf sie auch sehr, sehr viel. Ja, das ist dann so, ja, ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall, absolut. Aber ich finde es gut, dass es erstmal schon mal so eine Hürde gibt. Vielleicht ist es ausbaubar, ich denke, da sind wir uns alle einig wahrscheinlich. Aber ist auf jeden Fall, meiner Ansicht nach, doch ein Punkt, an der eher für die ganze Chose spricht. Ja, absolut. Absolut. Und ich würde mal sagen, kommen wir zu einem Punkt, den ich selber, beziehungsweise jetzt fragt erstmal jemand, kann man die Bash-RC nicht mit Root-Rechten absichern? Das weiß ich nicht. Also man kann auf jeden Fall wahrscheinlich Schreibrechte schon entziehen dafür. Ne? Das wäre eine Idee. Oder wüsste da jemand, wo das breaken kann? Na, du hast ja pro User eine Bash-RC, also eine Shell, Shell-File. Bei mir ist es die ZSH-RC zum Beispiel, weil ich die Bash nicht mehr aktiv nutze. Zumindest auf dem System. Ne? Also die ist ja userbezogen. Wenn, dann müsstest du es ja übergreifend über die .profile machen. Ja, genau, in der .profile, dass du dann so sagst, ich gebe das mal... Ich mache das nur über Schreibrechte quasi, mache die Schreibrechte da weg. Ja, ich weiß nicht, ob das so 100%, also kann gut sein, aber vielleicht findet er dann noch irgendwelche andere Sachen im persönlichen Ordner, die er dann, ich sag mal, verwenden kann. Also da gibt es noch ein kleines Sicherheitsproblem, das ist noch nicht so richtig gelöst, habe ich das Gefühl. Da müssen wir mal abwarten, was sich da die Leute einfallen lassen, weil so die goldene Lösung habe ich auch nicht, ne? Weil du kannst natürlich dann irgendwie sagen, ja gut, dann bitte, dann dürfen alle Flatpaks nicht mehr diesen File bearbeiten. Aber wenn sich das einmal ändert, dann hast du wieder einen Salat. Also eigentlich so richtig, ja, die goldene Lösung habe ich dafür auch noch nicht gefunden. Macht nicht einfach Sinn, nur das an Software zu installieren, was man braucht? Sag mal, also ganz ehrlich, den Fünfer gebe ich dir später. Das wäre auch genau so ein Ding, was ich immer wieder predige. Warum hast du so viele Programme teilweise drauf auf dem Rechner und brauchst sie eigentlich gar nicht? Stimme ich dir absolut zu. Man sammelt sich so viel Crapware mit der Zeit an. Ja. Weniger ist mehr.
Und je weniger drauf ist, desto weniger potenzielle Einstiegslücken, ne? Absolut, ja. Also kann man nur allen sagen, hier, die hier gerade zuschauen, mistet mal euren Computer aus, was für Programme braucht ihr wirklich und welche können weg. Auf jeden Fall. Ja, sind einfach zusätzliche Sicherheitslücken. Das ist schwierig. Oh, ich sehe gerade in den Kommentaren, wir haben einen interessanten Beitrag. Geht es um Elementary OS und ob dass die nur noch Flatpaks anbieten? Kann ich Nur kurz noch darauf Flatpak. eingehen? Ja, gerne. Also, Sie haben ein eigenes Flatpak-Repository, ja. Da sind Apps drin, die auf Elementary optimiert sind, aber zum Beispiel nicht FlatHub und das fehlt. Und damit hast du quantitativ sehr eingeschränkten Zugriff. Ich halte diese Entscheidung von Elementary durchaus für plausibel, auf Flatpak schwerpunktmäßig zu setzen, aber dann, dass die Debian-Pakete so auszugrenzen und sich von FlatHub auch noch so zu isolieren, halte ich für falsch. Also das wäre, fand ich persönlich jetzt nicht so. Das Erste, was ich auf dem Elementary-System machen würde, ist FlatHub einbinden. Viele wahrscheinlich. Ja, also ich finde den Weg, den Sie da eingeschlagen sind, nicht richtig. Meiner Ansicht nach einfach nicht weitsichtig. Also ganz ehrlich. Also alltagsmäßig nicht tauglich. Aber ist ja genauso bei Fedora. Beispielsweise habe ich ja auch. Nee, ich habe ein Video dazu produziert, aber noch nicht hochgeladen. Na egal. Ja, jedenfalls, hast du ein Video gemacht, Michel, bei Fedora? Dann schaut euch das Video von Michel an. Hat er sich ja auch bemängelt, könnte ich mir vorstellen. Ja, kann schon sein, aber ich Kann möchte schon nichts sein. verraten. Muss man sich Ja, anschauen. es Ja. ist manchmal schon merkwürdig, was, dass man dann Flatpak integriert hat und dann sucht man was und denkt sich, ja, man findet es ja gar nicht. Absolut. Ja, nee, das ist echt schade, dass dann die so ausschließen. Und ich würde ganz ehrlich sagen, meiner Ansicht nach ist es auch der falsche Weg der Community in der breiten Masse, vielleicht Flatpak und Snap und so weiter anzubieten, indem man die Debian-Pakete entzieht. Siehe Beispiel Canonical. Die haben jetzt angekündigt, auch Firefox abzuziehen aus den ganz normalen Repositories, sondern nur noch als Snap jetzt anzubieten. Und meiner Ansicht nach ist es der falsche Weg, den Leuten das beizubringen. Also meiner Ansicht nach, ich denke, wir alle sind uns einig hier an dem Punkt, Flatpak und Snap und so weiter, die haben Potenziale und haben wirklich coole Ansätze, die, ich sag mal, uns schon in der Linux-Welt in gewisser Weise weiterbringen. Natürlich birken sie noch ein paar Kinderkrankheiten. Ich glaube, das haben wir jetzt auch alle so ein bisschen schon herausgearbeitet. Aber meiner Ansicht nach ist es auch der komplett falsche Weg zu sagen, hey, wir ja, entfernen jetzt das DEB-Paket und dann, oder andere Pakete, kann ja auch andere Paketformate sein. Und jetzt gibt es es nur noch als Flatpak oder Snap. Und das ist meiner Ansicht nach falsch. Man sollte immer noch Alternativen anbieten und je nachdem, wo dann die Nutzer langfristig hingehen, das dann halt eben, ich sag mal, sich darauf fokussieren. Ja. Was sagt ihr? Ich lasse mich ja mal den Vortritt. Ja, ich würde Jean im Endeffekt recht geben, weil ich sag mal, solange es die Debian-Grundbasis gibt, wird es auch immer ein Deb-Paket geben. Und wenn es selbst das nicht mehr gibt, dann tun wir uns halt wieder mit Make und Make-Install anfreunden. Also Alternativen gibt es da massig. Ne? Also weiß ich nicht. Ich finde es aber gut, dass es Alternativen gibt. Ne? Also das darf man auch nicht sagen. Stehen lassen. Das stimmt, absolut. Ja? Aber was man einsetzt, ist eigentlich egal, solange es funktioniert und man weiß, was man tut, beziehungsweise man weiß, was diese Pakete tun. Welche Rechte haben die? Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, nicht, dass man sich den Dämon ins Haus holt. Wenn man sich da ein Paket holt, was wilde Sau spielt, ist nicht so toll, ne? Absolut, absolut. Ja, habt ihr noch gerade einen Punkt? Ansonsten hätte ich noch was weiteres. Ich hätte noch einmal, ich muss Canonical an der Stelle mal in Schutz nehmen. Das Firefox auf Snap umzustellen, war nicht deren Anstoß, sondern das kam von den Mozilla-Entwicklern selbst, den Firefox als Snap anzubieten. Was natürlich sicherlich bei Canonical jetzt nicht auf Kritik stieß, aber grundsätzlich finde ich es auch nicht richtig. Und ich glaube aber auch ehrlich nicht, dass die meisten jetzt das selber kompilieren anfangen werden, sondern ich denke mal, das Linux-Universum wird dann einfach seinen natürlichen Weg gehen und man findet dann andere Distributionen, die vielleicht dann eine bessere Reputation genießen. Und ja, Linux Mint, OpenSUSE oder was auch immer, gibt viele Alternativen, die bereitstehen.
Absolut. Und ich denke, also Linux Mint wird das dann auch wieder selber bauen oder irgendwelche anderen. Haben sie ja bei Chromium genauso schon so gezeigt. Natürlich, man muss wirklich sagen, für Entwickler sind diese Dinger echt schon ein Segen in der Hinsicht. Du musst dich mit nichts anderem mehr rumschlagen, so in der Hinsicht. Und wenn du das offiziell so einbaust, kann ich nur für werben. Also ist in der Hinsicht echt eine tolle Sache. Allerdings natürlich, Alternativen sollte man immer geben. Firefox hat noch eine Alternative, beispielsweise eine TargetZ-Datei, die du herunterladen kannst. Und dann hast du eine einfache Executable und die kannst du ausführen. Also eine ganze Datei kannst dann draufklicken, Archiv entpacken quasi. Und dann kannst du Firefox schon so starten. Das ist natürlich nicht integriert in das System, aber es würde gehen. Ja, natürlich, dass man das direkt so cancelt. Weißt du, warum die das gecancelt haben? Oder ging das irgendwie mal Da, hervor? es ging einfach darum, das Deployment zu vereinfachen. Du musst nur noch einen Container bauen für alle aktiven LTS-Versionen und für die nicht-LTS, die aktive nicht-LTS-Version. Also für drei Distributionen musst du nur noch ein Paket statt drei bauen. Okay, gut. Und natürlich Also für haben. die auch die ESM dann perspektivisch haben werden, musst du halt auch nur noch den Flatpak bereitstellen und nicht mehr das DEP-Paket. Genau, das ist echt ein Vorteil auf jeden Fall. Ne, servertechnisch will ja Snap auch groß was machen und die Server installieren ja teilweise auch Snap-Pakete automatisch mit, wenn das gar nicht so richtig weiß. Das ist so ein bisschen, na, zum Geschmäckle quasi. Aber tatsächlich will ja Snap tatsächlich auch nochmal in Richtung Server gehen. Ne? Also einfach nochmal Containerisierung, was wir ja auch schon sowieso haben mit Docker und so weiter. Da ist es ja wirklich gang und gäbe in diesem administrativen Bereich, schon häufig jedenfalls, dass man da auf solche Container zurückgreift. Und ich denke, demnach Docker und die ganzen Sachen immer populärer werden, hat das schon auf jeden Fall Vorteile. Micha, du kennst dich damit ein bisschen aus, oder? Mit Docker im Speziellen oder Containerisierungslösung? Ja, mit beiden vielleicht. Ja. Ja, ich würde jetzt Docker nicht so als Paketlösung ansehen, sondern wirklich als Containerisierungslösung. Natürlich kann man eine Anwendung da drin quasi installieren mit den Abhängigkeiten und die dann quasi als Programmimage ausliefern. Aber es ist noch mal was anderes im Vergleich zu Snap oder Flatpak, ne? Weil bei Docker musst du dir dann wieder Gedanken machen, wohin persistierst du das? Du musst zum Starten quasi Rechte mitvergeben. Wo darf der schreiben? Ansonsten hast du da eine flüchtige Anwendung und das willst du ja nicht, ne? Also im Serverbereich schon, aber im Desktop-Bereich zum Beispiel ist Snap und Flatpak da immer noch das Wahl der Mittel oder eben App Image. Absolut, okay, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Klar, nee, richtig vergleichen kannst du es nicht, absolut nicht. Aber ich denke, es hat schon gewisse Parallelen an verschiedenen Stellen, verhält sich ähnlich für den Endnutzer quasi. Ne? Ja. Also beispielsweise jetzt unser Work Adventure, da kann ich nur rumschimpfen, weil das ist technisch wirklich nicht unbedingt eine Meisterleistung, bis du das installiert hast. Beziehungsweise du brauchst eine Meisterleistung, bis du den Spaß installierst. Naja, jetzt sag mal lieber nicht technisch nicht gut, sondern dokumentationstechnisch. Dokumentarisch oder so. Ja, gut. Mittelschwer bis schwere Katastrophe. Also wenn du da keine Ahnung von der Materie hast, dann kriegst du es nicht installiert. Ja, da haben wir echt sehr, sehr, war nicht so gut zu sprechen, sage ich mal so. Ja, und ne, die nutzen beispielsweise auch nur Docker oder es gibt verschiedene andere Sachen, die wirklich sehr, sehr häufig nur noch als Docker laufen. Und ja, die Richtung geht's, jedenfalls in der Serverwelt, immer mal wieder. Klar, man hat noch ich sag mal, diese traditionelle Art und Weise, die stirbt auf jeden Fall auch nicht aus. Das merkt man auch auf jeden Fall. Also LAMP-Server brauchst du heute genauso wie, weiß ich nicht, vielleicht vor 10 Jahren. Ja. Vielleicht sogar noch mehr. Das stirbt nicht aus. Was ich vielleicht noch den Zuschauern immer jetzt gerade mitgeben will, das ist auch das, was ich damals im Podcast angesprochen habe. Wenn ihr euch einen Ubuntu-Server installiert und ihr fragt euch bei der Installation, möchtet ihr diese Software installieren? Aufpassen, das sind Snap-Pakete. Bin ich einmal richtig, richtig böse auf die Füße, nee, aufs Gesicht, auf die Nase gefallen, weil ich dachte, das ist ein Abpaket und ich habe den Prozess nicht mehr gefunden. Also das stand da nirgendwo. Ich glaube, es steht aktiv auch noch nirgendwo. Aber ich habe schon lange keinen Ubuntu-Server mehr aktiv installiert, fällt mir mal gerade so ein. Zumindest von Scratch oder von einem Live-Medium. Nur Ja, da absolut. passt da auf, das sind Snap-Pakete, was euch Canonical da vorsetzt. Und falls doch, hilft sudo apt-purge snapd und sudo apt-auto-remove und dann ist sauber.
dann ist sauber. Da hast du recht, Michael, das hast du schön gesagt. Ja, vielleicht würde ich noch mal auf den letzten Kritikpunkt noch mal eingehen, den ich jetzt noch gar nicht gelesen habe, aber ich dachte, das wäre der Punkt gewesen, warum das viele nicht nehmen. Und zwar Speicherplatz. Ne? Snap und Flatpak verbrauchen viel Speicherplatz. Flatpak hat da nochmal eine etwas andere Variante, dass sie da mehrere Bibliotheken quasi als Flatpaks mitliefern. Du hast dann verschiedene Desktop-Runtimes, heißt es dann, wo dann quasi ein Programm auf einem gewissen Desktop virtuell läuft, in Anführungszeichen, ist schwierig zu erzählen. Und Snap hat da, glaube ich, immer mehr mitgepackt selber in das eigene Paket. Und jedenfalls, Fakt ist, die Dinger brauchen richtig, richtig viel Speicherplatz. Also wenn du ein Programm mal installieren willst und du noch gar kein Flatpak installiert hast, das ist mir jetzt ein paar Mal passiert, jetzt auch für die Gaming-Nacht gestern, habe ich dann verschiedene Spiele halt installiert auf den verschiedenen Rechnern, die neu eingerichtet waren. Und da hast du quasi gefühlt doppelt so viel heruntergeladen. Nochmal Nvidia-Treiber hast du heruntergeladen, eine Free-Desktop-Plattform hast du heruntergeladen und dann vielleicht dein erstes Spiel. Das ist schon relativ viel, was nochmal zusätzlich drauf ist. Das ist eine Sache, die meiner Ansicht nach, oder die ich jetzt euch fragen möchte, könnt ihr das verzeihen? Ist es euch das wert? Ist es euch Zuschauern das wert, dass er da, also ob das für euch ein Ausschlusskriterium wäre, ob ihr deswegen Flatpak oder Snap nicht nutzen würdet. Vielleicht einfach mal in den Chat schreiben, vielleicht Plus für ihr verzeiht es dem Ganzen und Minus, ihr würdet deswegen keinesfalls Flatpak oder Snap nutzen. Und wie seht ihr das? Ich habe keine 100 Flatpaks installiert, also ich habe ein paar, die ich brauche. Ich habe jetzt keine 64 GB SSD, sondern ein bisschen größer dimensioniert. Von daher, für mich ist das kein Thema. Aber ich weiß, es gibt diese Diskussion und ich bin auch schon drauf gestoßen und manche stören sich daran. Das ist die Freiheit im Linux-Universum. Nimm, was du möchtest. Das stimmt. Wie sieht es bei dir aus, Micha? Ja, also Flatpak und Snap gehen ja da so ein bisschen mit dem technologischen Zeitgeist, wo Plattenspeicher eigentlich in Hülle und Fülle vorhanden ist und auch nicht mehr zu Preisen, gut, jetzt mal Halbleiterkrise außen vor genommen, ne, zu erschwinglichen Preisen da ist. Also ja, man muss sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen. Ne? Das ist halt der bittere Nachgeschmack. Ich selber musste oder habe erstmal letzte Woche ausgemistet, weil kurzer Rundumschlag. PopOS stellt die Nvidia-Treiber per Flatpak bereit. Das machen sie sehr gut und sehr, sehr aktuell an den Versionen. Aber die löschen auch nicht die alten Flatpaks, wenn es neuen gibt. Ne? Also ich habe letzte Woche erstmal 15 alte Nvidia-Treiber weggeschmissen. Und die verbrauchen halt auch alle Platz. Ne? Also jedes Mal für sich, weil es halt ein Flatpak ist. Da sind halt die Abhängigkeiten mit drin. Das ist, also da kann ich Michael nur zustimmen. Nimm was dir gefällt. Beziehungsweise such dir aus, was dir gefällt. Ne? Das ist, muss man achten. Und mach deinen Frühjahrsputz rechtzeitiger. Ja, du, ich habe hier eine Terabyte SSD drin. Mich hat das nicht gejuckt. Mich hat es immer nur gewundert, warum der bei den Updates, wo es mit drin ist, 2, noch was Gigabyte updaten wollte, weil da immer noch die alten Pakete mit drin waren, wo ich mir sagte, ach, das ist ja Quatsch. Ja. Ja. Die Diversifizierung hat auch Vorteile. Ja. Das auf jeden Fall. Absolut, absolut. Ja, ich möchte vielleicht nochmal in den letzten 5 Minuten zusammenfassen, was wir jetzt ein bisschen diskutiert haben und vielleicht dann unser letztendliches Fazit dann zu fällen. Also wir haben diskutiert am Anfang, hey, ist es erstmal cool, dass ich, egal auf welcher Distro ich bin, diese Pakete bekomme. Und dass diese aktuell sind, egal wie alt die Distro ist in der Regel. Und ich habe gemeint, dass du als Entwickler auch relativ zügig die ganze Linux-Welt erreichen kannst mit deinen Paketen. Das sind jetzt so erstmal die positiven Vorteile. Dann haben wir, würde ich mal sagen, so einen neutralen Punkt, das mit der Sicherheit, dass das auf jeden Fall versucht wird einzudämmen, zu schauen, hey, was darf eine Anwendung, was darf sie nicht. Hier nochmal FlatSeal als Tipp, könnt ihr euch mal installieren. Negativ an diesem Punkt ist natürlich, dass diese Sicherheit noch ein bisschen umgangen werden kann, was dann auch nicht so optimal ist. Und negativ haben wir einmal vielleicht momentan so
teilweise ein paar, ich sag mal, Integrationsschwierigkeiten für diese Flatpaks, wenn sie auf irgendeiner Distro laufen, dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Dann haben wir einmal den Festplattenplatz, der einmal drauf ist. Dann haben wir einmal die Sache mit den Maintainern, dass sie weniger Macht haben über diese Pakete. Und habe ich sonst noch was vergessen? Nee, das war es im Großen und Ganzen. Ich glaube, das war's. Ja, das ist ungefähr so, ich glaube, 3 positive, 1 neutralen und 3 negative. Ja, haben wir toll zusammen diskutiert. Jetzt ist die Frage, ja, wie würdet ihr Flatpaks nutzen? Also wie nutzt ihr Flatpaks und wie würdet ihr es den Zuschauern empfehlen? Also ich würde zunächst mal in der nativen Paketverwaltung schauen, gibt es die Software, die ich habe und brauche. Gibt es die, dann würde ich sie aus der nehmen, fertig. Wenn es die nicht gibt, dann würde ich im FlatHub gucken oder also in meiner Paketverwaltung beziehungsweise im App-Manager würde ich einfach schauen, gibt es die da als Flatpack. Und dann, ich habe nur, wie gesagt, schon eine gewisse bestimmte Anzahl und von daher sehe ich nur die Vorteile eigentlich, die mir das bietet. Ich habe FlatSeal auch installiert und gucke mal rein, beziehungsweise habe mal reingeschaut. Das, was ich habe, ist für mich okay. Ich kann das damit gut leben. Ich habe keine Bauchschmerzen. Und das ist auch, was ich euch allen eigentlich rate. Installiert nicht 100 Apps und fokussiert euch auf das, was ihr braucht, auf den Bedarf und schaut einfach mal rein, was die Apps alles so für Anforderungen haben. Sean hat es ja schon gesagt, wer von euch Android nutzt, kennt es ja. Da gibt es auch die App-Berechtigung bei iOS auch. Das würde ich auch am Rechner eigentlich machen. Und wenn man das macht, dann erschlägt man eigentlich schon recht viel an möglichen Problemen. Und Snap würde ich persönlich nicht einsetzen. Wer es einsetzt, bin ich fein mit, habe ich kein Problem. Ich muss niemanden da bekehren. Alles gut. Hauptsache, der Laden läuft. Das ist für mich die richtigste Anforderung am Ende des Tages. Es muss einfach laufen und es muss zu dir passen, dass dein Bedarf gedeckt ist. Und wenn das alles gut läuft, dann ist super. Okay, Micha. Ja, whatever floats your boat, ne? Das, was für dich funktioniert, das kannst du, sollst du nehmen. Aber ich sag immer noch, wenn ihr Technologien nimmt, die dem vom Standard noch abweichen, was nun mal alles fernab der Depp-Pakete nun mal ist auf so einer Distribution noch, müsst ihr halt nun mal in den sauren Apfel beißen und euch mal ein bisschen mit dieser Pakettechnologie auseinandersetzen oder zumindest mit den Berechtigungen, ne? Das gebe ich noch sonst mit ans Herz und ansonsten bin ich da auch eher so wie Michel gestrickt. Bei PopOS in diesem Pop-Shop kann man über einen Dropdown die Quelle auswählen, ob man nun das Depp-Paket nimmt oder das Flatpak. Und da bin ich eigentlich immer vom Flatpak am Depp-Paket dran. Ist ja. Nun mal so. Das ist für mich das, was ich nehme, nutze und was funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert oder Features fehlen, gucke ich, ob es im Flatpak da ist. Ne? Okay, und ganz kurz, wir haben zwar nur noch 40 Sekunden, aber ist das Ganze die Zukunft oder sagt ihr, das wird sich nicht langfristig durchsetzen? Schauen wir mal. Das kannst du jetzt noch nicht sagen. Also, einfach mal auch Einschätzung. Das muss noch gebacken werden. Also das braucht noch ein paar Minuten im Ofen, keine Ahnung. Das wird sich zeigen. Also es hat Potenzial. Ja. Es kann aber auch durch Mangel an Unterstützern oder Usern einfach wieder im Sande verlaufen. Genau. Absolut. Ja. Die Marktanteile von Linux am Desktop überwiegend sind das Kriterium. Wenn die steigen, kann auch der Bedarf an solchen Containern steigen. Aber wenn das so bleibt wie bisher, so 1-2%, ja, meine Güte, was diskutieren wir hier eigentlich rum, ne? Also ja, nicht jetzt hier in dieser Audience, sondern mit welcher Technologie wollen wir fahren? Es muss einfach laufen und das ist das Punkt, das ist das Ding. Und ich glaube auch nicht, dass Snap sich langfristig wird halten können, so in der Form. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, Flatpak wird das Rennen machen. Ja, cool. Ja, ich gehe auch stark davon aus, dass im Desktop-Bereich Flatpak das Ding macht. Im Server-Bereich will Snap wohl auch Fuß fassen, da habe ich keinen Einblick. Aber im Desktop-Bereich gebe ich auf jeden Fall auch Flatpak das Ding. Und ich gehe stark davon aus, dass es sich weiterhin integriert in die ganzen Distros. Und die Kinderkrankheiten, es wurden schon viele gelöst in den letzten Jahren, dass die letzten dann auch noch verschwinden. Also ich gehe stark davon aus, dass wir im Consumer-Bereich für den Endanwender Flatpaks immer mehr sehen werden und wir schauen müssen, dass wir diese Technologie richtig
einbauen und richtig handhaben und in die richtige Richtung leiten. Und damit einen herzlichen Dank euch allen für eure Zeit und auch an die Zuschauer. Vielen, vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann in der Moderation wieder. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß bei den Talkstagen.